Hallo Freunde, ich bin's, euer Vale und wir spielen Legend of Kane Defiance. Ja, das letzte Mal haben wir gar nicht mal so viel gemacht, ist mir im Nachhinein aufgefallen. Eigentlich das Größte, was wir gemacht haben, war einen neuen Splitter gefunden und die Tür hier aufgemacht quasi. Aber gut, wenn wir schon nicht viel gemacht haben, gehen wir einfach mal. Diesmal schreitet Raziel ohne einen Monolog hindurch. Ich glaube, weil er uns in den letzten beiden schon verdeutlicht hat, wie es sich anfühlt, da durchzugehen. Ich brannte darauf, das Geheimnis meiner Bestimmung zu lüften. In diesem Bild fand ich die erste Spur, denn die Szene beschrieb die Entstehung des Reavers, der Waffe, die einmal mein Kerker werden sollte. Und ich erkannte ihren Erschaffer. Die Jahre hatten ihn verändert, aber dies war zweifellos der Vampir Vorador. Und in dieser Epoche lebte er noch. Wenn ich ihn vor Möbius Häschern fand, konnte er meine Fragen beantworten. Diese Bilder erzählten von Vorados Erschaffung. Ich wusste bereits, dass er nicht als Vampir geboren, sondern von Janos Ordren zum Blutsauger gemacht worden war. Aber laut dieses Wandgemäldes war Vorados Herkunft überaus wichtig. Denn offenbar war er der erste Mensch, der die dunkle Gabe erhalten hatte. So wollten die verzweifelten Vampire ihre Blutlinie erhalten, nachdem sie ihre Feinde mit einem unstillbaren Blutdurst und der Unfruchtbarkeit gestraft hatten. Das ist, wie ich finde, mehr als interessant. Da erfährt man noch etwas mehr über Vorado. So, dann müssen wir uns auch gar nicht mal groß in der Spektralebene kämpfen. Hier haben wir eher in der Materiell-Ebene damit zu kämpfen, dass man wieder nach uns greifen will. Autsch. Dieser Seelenbehälter war nicht aktiviert. Ob ich seinen Bewohner aufwecken sollte? Ja, hier müssen wir erst was tun, bevor wir den Lieber schmieden dürfen. Geh kaputt, kann ich nicht haben. So. Und zwar müssen wir hier Sachen finden und kaputt machen. Surprise, surprise. Und wenn ich mich ganz irre, müssen wir erstmal hier durch. Also nicht wundern, ab hier können die Tempel länger dauern. Ich traf auf den Geist des Hüters der Natur, der nach seinem Tod ein Monster geworden war. Frohlocke, Kreatur, denn heute kehrt dein Geist zum einen. Ja, hier haben wir einen Bosskampf zu bestreiten. Gerade mal wegrennen, wie der funktioniert. Das ist genau, kann ja stimmen. Sie kann diese Teile beschwören und sie kann, wie das kann übrigens jeder Hüter, so eine Rundumattacke, um uns wegzupushen. Also den Kampf darf und sollte man auf gar keinen Fall unterschätzen. Die macht es nicht unbedingt so leicht heranzukommen. Genau. So sieht das ungefähr aus, wenn sie einen wegpushen. Ist quasi wirklich wieder mal ein Magier, bloß dass die auch noch Gegner spawnen kann. Und wir wären wieder mal sowas wie Blocken extrem praktisch, aber hier haben sie es nicht mehr implementiert. Ihr seht schon, stelle mich hier nicht gerade glamourös an. Okay, das hier hat jetzt auch wieder eine neue Attacke gelernt. In der Hektik drücke ich die wie immer weg. Also, kurz mal nachsehen. Seelenattacke. Genau. Oh, oh. Autsch. Warte mal. Uff. Das ist eigentlich das gleiche wie bei Kane. Anfangs unterscheiden sich die Kampfsachen nicht so besonders voneinander. Das ist eben eine schnelle Attacke, ein
schnelle Attacke in der Luft und so weiter und so fort. Oh, ich fail in diesem Kampf gerade sehr, sehr übel. Ich glaube, diesen Kampf langsam zu einem Ende bringen, wenn ich das überleben will. Hier sind noch niemand die Arme von Paul, hier sind es tatsächlich die Pflanzen, die sie beschworen hat. Man sieht auch, die haben einen anderen Skin. Mag ich nicht. Aua, hey! Ich habe meine Unlucht schon beendet gehabt. Die kann mir wehgetan haben. Okay. Ein nicht gerade schöner Kampf. Danach muss man sich auch erstmal ein bisschen stärken. Schön hier gemacht. Seele reichte offenbar nicht, um diesen Seelenbehälter zu aktivieren. Vielleicht trieb sich in der Nähe ja noch ein Geist herum. Stimmt, aber wir laden uns dafür erstmal auf. So. Früher konnte man sich nämlich nie bewegen beim Seele einsaugen. Das geht jetzt hier. Finde ich sehr schön. Und vor allem vorteilhaft. Und wir stellen uns dem nächsten. Als ich mich dem Grab näherte, trat mir der Geist des Hüters selbst entgegen. Die Ewigkeit ist eine Last. Ich weiß eine Lösung. Es ist meine Sühne. Doch deine Zeit ist abgelaufen. Komm, und du wirst erlöst. Und was kann er? Die können mich verschiedene Sachen. Oh Gott, ja, er wirft den Schatten an sich. Und seine Geschosse fliegen definitiv schneller als die seiner Kollegin. Lalalala. Ha, aber nicht so homing wie der. Aua. So. Ja, das sind Gegner, die nicht ganz so leicht zu besiegen sind. Da hat ja seine telekinetischen Attacken sind nicht so gut. Ich sollte lernen, das kommen zu sehen. Das war immer mein Problem im Durchspielen. Wisst ihr auch, wieso ich die Schatten hier auf den Tod retten kann. Ups. Und er hat auch eine Nahkampfwaffe. Ja, das sollte man doch wirklich nicht vergessen. Es wird langsam kritisch hier. Ups, nächster. Jetzt ist aber gut. Da sind gleich zwei von den Spawn. Das ist einer schon lästig genug. Oh, das geht nicht gut aus. Das sehe ich, um das prognostiziere ich jetzt mal, dass das nicht gut ausgeht. Mist. Wenn ich mir das jetzt aufgehoben zu schatten, dann hätte ich es gerade einfach gehabt. Nein. Hau raus, sobald ich. Ach, ich kann die doch wegboxen. Zieh mal einer an. Ups, nix da. Wow. Okay. Jetzt kommt's drauf an. Das war scheiß knapp. Das war gottverdammt scheiß knapp. Aber wir haben's geschafft. Yay! Erfolg! Erfolg, Erfolg. Und jetzt müssen wir zurück in die materielle Ebene. Mit so wenig Leben. Vergiss es. Ich will Seelen. Mir ist auch Slurax.
Irgendwas in der Art. Ach, natürlich nicht. Ja, mich alle nicht lieb. Das ist jetzt unschön, weil solange wir jetzt mit so wenig Leben hier in der materiellen Ebene sind, verlieren wir natürlich wie immer konstant Lebensenergie. Ich habe jetzt auch leider keinen Seelenbrunnen oder sowas gefunden. Oh, das ist mein Lieber. Und hier, man sieht, sind schon mehr Sachen vonnöten. Als der Reaver die Seelen der Hüter der Natur und des Krieges verschlang, erfüllte ihn die elementare Macht des Feuers, von der beide beseelt gewesen waren. Endlich konnte ich zu den Säulen. Ja, Sitze in der Art werden wir noch öfter hören. Aber wir haben jetzt den Reaver des Feuers. Und wie sich das wohl einige Leute denken können? Ach ja, richtig, materielle Ebene. Wo? Hier nicht. Ist hier eigentlich? Ah, doch, hier kann man hoch. Da will ich noch gar nicht hoch. Das interessiert mich noch gar nicht. Erstmal will ich anzünden. Ja, mit dem Reaver des Feuers können wir das machen. Weil der Feuer. Und von den Sachen hier müssen wir 4 anmachen. Und für jeden gibt es die Cutscene. Auch wenn es nur kurz ist. Der Weg hat sich uns versperrt. Da kommen wir ohne Spur. Da haben wir eine beschissene Kameraführungsstelle, weil die komplett im toten Winkel liegt. Also müssen wir hier drüber nach oben. Geht doch. So. Und hier sieht man schon, hier würde es einem anderen Reaver gehen, wenn das Portal nicht kaputt wäre. Die wollten Raum füllen, das ist eine nette Idee, macht auch Sinn, dass die Sachen normalerweise miteinander verbunden werden. Und jetzt sind wir in einer Situation, die mir überhaupt nicht gefällt, die stinkt mir richtig, geht kaputt, alle, die ihr da seid. Ach, verdammt, ich hab's gewusst, wir sterben hier. Ja, ihr seht, wir gehen nicht einfach, jetzt habt ihr den physischen Beweis, wir gehen nicht einfach in die spektrale Ebene über, nein, wir werden zerstört. Und dürfen beim nächsten Checkpunkt wieder anfangen, der hier ist. Wie ich hoffen will, mit Reaver. Sonst mache ich das logischerweise offscreen, weil nochmal müsst ihr euch nicht so einen Fail-Kampf ansehen. Ah, sieht so aus, als ob wir mit dem Reaver wären. So. Dann zurück in die materielle Welt. Genau, da ist unser Fire Reaver, den ich auch sobald ich kann, gleich mal wieder aktivieren werde. Der Fire Reaver ist einer der besten Reaver, wie ich finde. Von seinen Kampfeigenschaften her, weil er logischerweise Gegner anzündet bei voller Aufladung. Es gibt noch andere nette Reaver, aber der Feuer Reaver steht bei mir ziemlich an oben, oberst gehaltener Stelle. Keine Ahnung, wie ich das gerade wirklich sagen wollte. Nehmt es, wie es kommt. So, Rückspiel vor. Jetzt wird's. Und ich mag die Musik. Ich mag diese Musik. Kann man hochklettern. Da will ich mal auch hochklettern. Da will ich dann das hier. Da war noch irgendwas drin. Ah ja. Oh ja, ja, ja. Das war ein sehr lustiges Spielchen. Jetzt fahren mich erst diese beiden Dinger hoch. Und wenn man nicht schnell genug drüben ist, wobei die Katze nicht sonderlich hilfreich ist, fahren die wieder runter. Und man kann den ganzen Scheiß nochmal machen. So, wir haben es geschafft. Normalerweise kann sich dieser Blödsinn verdammt knapp gestalten, wenn er will. Hier scheint es keine Belohnung für uns zu geben, in Form eines Gesundheitstalismans oder eines Buchs. Jedenfalls hätte ich hier noch nie eins gefunden. Solltet ihr da mehr wissen als ich, sagt mir Bescheid.
dann hole ich das bei Gelegenheit mal offscreen nach. Aber jetzt geht's erstmal wieder zurück in unsere Ebene. Und dann sehen sollen. Lichts schalten. Sonst kommen wir hier nicht herum. Und wir haben das Zügel ein. Nein, das ist etwas nellig hier. Also das Kampfgebiet leicht unangenehm. Kombos hier auszufinden ist wegen der Kamera, weil man muss immer in die Richtung drücken, die dann nach vorne wäre, und das zu timen ist nicht unbedingt einfach. Ja, aber es kann klappen. Jetzt muss man das hier nicht mit irgendwem anlegen. Ich finde das jetzt, wir sind hier in der Vergangenheit, aber trotzdem finde ich das hier fast schöner als in der Zukunft. Hat irgendwie mehr Grün und mehr Leben in sich. Guck mal, das ist... Ah, mach ich nachher offscreen. Da mal gucken, ob da unten was ist, was wir mitnehmen könnten. Wollte ich auch jetzt kurz machen. Dann wir nicht fliegen lassen, jo. War recht klein und es sieht auch nicht danach aus, als ob da was wäre. Also ich weiß es, aber naja, was soll's. Ups. Dab, 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 dab. Hey, was bist denn du wieder zu? Was fällt denn dir ein? So, auf. Und durch. Oh mein Gott, da kommen Gegner aus diesem komplett unscheinbar aussehenden Laubhaufen. Das habe ich überhaupt nicht kommen sehen. Das hätte ich auch nie kommen sehen. Hat der Kapitän noch mal geworfen? Das ist neu. Oder das habe ich wirklich total vergessen. Freundchen, man wirft. Das sollte mir mal angewöhnen, den eher auszuweichen. Es ist möglich, die in die Luft zu befördern, aber die weigern sich beharrlich. Aua, lass das. Kann diesen Gegner nicht ausstehen. Das ist... Die sind so ähnlich wie die roten Dämonen aus Soul Eater 2. Die sind unglaublich lästig. Ah, gut, wir haben ihn niedergesteckt. Sie sind übrigens etwas leichter zu töten, das gestehe ich ihnen zu, aber sie sind vom Typus her echt nervig. Was ist denn jetzt hier oben? Hier war ja mal... In der Ferne kann man immer noch eher wohl die Überreste von Schloss Serafan sehen. Aber hübsch. Und da sind sie, die Säulen. 500 Erneut Jahre erblickte später. Ich die Säulen von Nosgoth. Ihr Verfall hatte nach der Zersetzung des Zirkels bereits eingesetzt. Hier würde ich Ariel finden, den Geist der Hüterin des Gleichgewichts. Das letzte reine, unverdorbene Mitglied des Zirkels. Ja. Seit ihrer Ermordung war sie verdammt, die Säulen heimzusuchen. Bis ihr Erbe seine schreckliche Pflicht erfüllte und das Gleichgewicht wiederherstellte. Welche Kreatur nähert sich mir? Ich kenne dich gut, Ariel. Aber noch kennst du mich nicht. Ich habe keine Zeit für Rätsel, Fremder. Du hast alle Zeit der Welt. Ich brauche deinen Rat. Ich berate nur einen Menschen. Und der bist nicht du. Doch du wirst ihn bald kennenlernen. Die Plage, dein Volk, wird ausgemerzt werden. Mein Volk? Wofür genau hältst du mich? Dein Name wird ungesagt bleiben, wie es unsere Ahnen wollten.
Du dienst dem, der mich einst erschlug und diese Tragödie in Gang setzte. Doch es gibt immer noch Hoffnung. Das Gleichgewicht wird wiederhergestellt und deine Rasse vernichtet werden. Ihr habt alle Hoffnungen auf Kane gesetzt. Er wird euch enttäuschen. Was weißt du von Kane? Mehr, als du dir vorstellen kannst. Er wird tun, was zu tun ist, wenn die Zeit kommt. Indem er selbst in den Tod geht? Sich für die Welt opfert? Da kennst du Kane schlecht. Ich weiß, wozu er bestimmt ist. Mein Glaube gibt mir Kraft. Dein Glaube oder die Angst? Du weißt, wenn sich Kane nicht opfert, bleibst du für immer hier. Und du beginnst zu zweifeln. Spar dir deine Worte, Dämon. Beantworte mir meine Fragen. Und ich lasse dich mit deinem jämmerlichen Wahn allein. Dann frag. Ich suche den Vampir Vorador. Um ihn zu töten? Um ihm in den Tod zu folgen? Neben Kane ist er der Letzte seines Volkes. Möbius' Schergen haben ihr Werk vollbracht. Ich habe meine Gründe. Seine Zuflucht ist im Herzen des Schwarzen Waldes. Und möget ihr dort vermodern, bis das Ende kommt. Ja, Arya ist auch in dieser Epoche nicht ganz knusprig. Ich glaube, ihre normalste Phase hatte sie wirklich in Silver 1. Du darfst lieber sterben. Aber darfst du dir dann nicht sterben. Ich bin so dumm. So, war da nicht noch einer von der Sorte? Hat wohl keine Lust mehr. Dann gehen wir mal tief in den Herzen des Schwarzen Waldes, um dort ganz sicher nicht zu vermodern. Das ist ein arkanes Buch. Das will ich haben. Gib mir das. Und da ist eine Kugel. Hallo Kugel. Verarschen oder was? Also, ach ja, toll, der hat jetzt auch noch einen geladenen Hammer. Seid ihr irre? Das ist so schon schlimm genug. So. Shit. Gut, er hat seinen Kameraden gewischt, statt mich. Upp, nix da. Okay, was auch immer. Ach, der ist besessen. Ach, na, dann. Verdammt, der war niedergestreckt. Das hätte ich mal besser gewusst. So, ah, lässt du das bleiben. Komm mal her, Schnuckelchen. Ungecharged Waffe ist ja extrem schlimm im Schaden und ja, eigentlich wirft sie ja ziemlich jeder Angriff zurück. Ganz kurz von der Aufladung, aber was soll's, ich bin mir jetzt gerade wichtiger. Fehlt da noch jemand? Ach, natürlich fehlt da noch jemand. Ist Reaver vollständig. Brenne! Ah, Seele gut geröstet. So gefällt mir das. Und jetzt will ich diese dieses Ding haben. Sieht aus wie die Kugel. Ist aber gar keine. Eine Bronzescheibe. Diese Säule schien den Prinzipien der Luft verbunden zu sein. Gut, dass du sowas noch nie gesehen hast, Drasgel. Wirklich gut. Ja, wir kommen noch nicht in den Schwarzen Wald und guck mal, ihr gerade herkommt. Burn. Ha, ha, ha. Ja, das hat man davon, wenn man Möbius dient. Am Ende ist man doch der Angezündete.
aufgehört zu bluten, was ich interessant finde. Oh, lebst du noch? Das ist bei denen schwer zu sagen. Aufhebenswerter Zustand. Man sieht auch, die Seele von dem Besessenen verändert sich. Sieht nicht so aus, wie die wir kennen. Ach ja. Wer hätte das gedacht, dass so ein Laubhaufen schon wieder vor auch eine Falle ist. Seid ihr so gerissen. Oh. Und wir verlieren auch mal ein bisschen Lieberaufladung, wenn wir geschlagen werden. Ah, das ist... Angst mir. Das hat gezählt. Ich mag den nicht. Ich mag den echt nicht. Ja klar. Nervt nicht der eine, nervt die andere. Also das ist wirklich definitiv der schlimmste Gegner von Möbius Schergen. Ja, auch schlimmer als Magier, wobei die Magier sonst im Top einstehen, aber die Magier verstärken ihn, wodurch er noch schlimmer wird. So. Und Sesam, öffne dich. Wieso wir da nicht einfach in der Spektralebene durch können, keine Ahnung. Aber das habe ich mal, habe ich auch schon versucht, das funktioniert ins Verrecken. Auswählen kann man hier wenigstens mal auf Backen schnitzen. Ich hasse das. Man kann keine Luftangriffe mehr ausführen. Brennt die Säule. Du willst auch brennen, habe ich gehört. Du spielst so gerne mit Feuer. Und man sieht schon, der Damage, wenn der aufgeladen ist, ist der Damage vom Fire Reaver ziemlich heftig. Ah, oh, kommst denn du her? Freund, so haben wir nicht gewettet. Mein Bestes. Ich hätte mir eigentlich ganz gerne wieder voll aufgeladen. Ach ja, toll. Ja, da muss sowas immer dabei sein. Alter Weg ist wohl wieder aufgebaut worden. Hier haben wir einen anderen Weg zu nehmen. Und der führt uns natürlich in die spektrale Ebene. Diesen dezenten Hinweis hat uns ja gegeben. So. Wenn das mal oben ist, gehen wir einfach wieder in die materielle Welt. Ich pfeife jetzt auf die Slurlax. Die sind eh hässlich. Du, hey, hier, bitte. Das ist scheiß gefährlich. Auf, ja, dein Kollege hat es gerade mitbekommen. Und hey, ich will meinen Feuer rüber. Und du darfst ihn aufladen, auch wenn er geladen ist. Dem Sound nach zu urteilen, muss diese kleine Klippe scheiß tief sein. Obwohl wir uns darunter öffnen können, ohne uns auch nur zu ritzen. Nicht zu deppern. So, Alter. Oh, das gestaltet die Spiele auf eine höchst unangenehme Weise. Was? Da, friss, Freundchen.
meine Seele. Ich habe ihn zu sehr kaputt gemacht. Was soll's? Ich kann's nicht ändern. So, aber wenn ich mich nicht ganz täusche. War hier nämlich auch noch was? Wo wir mit Raziel hin mussten. Genau, da hinten nämlich. Euch habe ich ja schon fast angefangen zu vermissen. Nicht. Den Tempel stellen wir uns allerdings erst in der nächsten Folge. Oder besser gesagt, dem Eingangsrätsel und natürlich dem Tempel Silver. Stellen wir uns in der nächsten Folge. Ich sag dann hiermit Tschüss, auf Wiedersehen. Ich hoffe, das Projekt hat euch soweit gefallen. Wenn ja, abonnieren, favorisieren. Muss noch nicht mal sein, aber positiv bewerten und vielleicht auch ein paar Kommentare hinterlassen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und damit sage ich auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal bei Legend of Kain Defiance.